In die Rockmusik aus überdimensionalen Boxen mischt sich das Knattern, Jaulen und Kesseln hochgejatzter Motoren. Eine Handwerkertruppe aus Itzehoe steht mit Bierchen im Anschlag im Halbkreis um ein selbst zusammengeschweißtes Bergstoffbike mit Bierflaschen statt Zylindern. Eine andere Reisegruppe hat sich ein paar Meter weiter eine kleine Partywagenburg mit aufblasbarem Pool, Stockbetten auf dem Hänger und der unvermeidlichen Sexpuppe am Fahnenmast zusammengestellt. Wieder ein anderer hat sich als Schlafgelegenheit ein Segelboot auf den Acker gezogen. Mit Segen dem Zweitakter schlittert ein Verrückter auf einem frisierten AOK-Shopper um die Kurve und schleift etwas hinter sich her, das wie ein Güllefass aussieht. In Ermangelung einer geregelten Infrastruktur kampierten die Besucher überall im Dorf, erleichterten sich in den Gärten, versorgten sich an der Tankstelle mit Fusel und entzündeten auf der Bundesstraße ein Lagerfeuer, das sie mit den Jägerzäunen der braven Hartenholmer nährten. Eher ungeplant uferte eine erfundene Comic-Szene aus zu einem der größten Rockfestivals der deutschen Nachkriegsgeschichte. An diesem Wochenende kam es an Ort und Stelle zur Neuauflage. Vor 30 Jahren hatte er sich unter einem Vorwandumzug den Firmentransporter geborgt und war damit nach Hartenholm gekachelt. Die Party, der Ausnahmezustand, das Freiheitsgefühl, das alles elektrisierte ihn damals so sehr, dass er und seine Freunde beschlossen, auch so etwas zu veranstalten, nur mit Heavy Metal. Heute steht der Name ihres Heimatdorfes für eines der größten und erfolgreichsten Metal-Festivals der Welt, zu dem alljährlich 85.000 Besucher in die norddeutsche Tiefebene einfallen. Wacken. Statt wie in Wacken erstmal klein mit ein paar Konzerten vor 800 Besuchern anzufangen, gehen sie in Hartenholm gleich in die Vollen. Von vier Bühnen dröhnt Live-Musik, während auf ebenso vielen Rennstrecken parallel Motocross-Wettbewerbe, Stockcar-Rennen, Dreckraces und Stuntshows dagegen anlärmen. Neben Musik und Motorspektakel steht eine kleine Stadt aus 100 Fressständen und Getränketheken sowie Dutzenden von Merchandising-Buden. Sogar ein Riesenrad haben sie hergeschleppt, und der Ministerpräsident, Daniel Günther, CDU, kommt am Rennsonntag persönlich vorbei. Eine gigantische Inszenierung, durch die Abertausende von Besuchern wanken, vornehmlich in kleineren Männergrüppchen in nicht altersgemäßer Kleidung, und sich wie blöd darüber freuen, dass aus einer blöden Thekenwette so etwas Großes entstehen konnte. Doch nicht alle freuen sich, dass in Hartenholm nach 30 Jahren endlich mal wieder was los ist. Das Dorf wirkt gespalten. Die einen versuchen, auf das Ereignis aufzuspringen und laden mit Body und Bürgst auf Schildern zum Hof ist. Auch das spärliche Gastgewerbe ist zufrieden. Ich hätte meine Zimmer 20 Mal vermieten können, sagt etwa Annette Sarkander, Chefin der Pension Holmer Moorhof. Normalerweise steigen in ihren 6 Apartments und Zimmern vor allem Dauergäste ab, die am Ort arbeiten. Leben tut die 55-Jährige von ihrem Hauptberuf als Informatikerin. Aber an diesem Wochenende hat sie volle Hütte und wie alle in der Gegend ein Freiticket für das Festival. Ihre Mutter, 77, werde auch mitgeschleppt. Die Feuerwehrkapelle Hartenholm hat sogar einen Auftritt auf der großen Festivalbühne.